Ich sollte echt mal was trinken, Leute. So, ein Stückchen Wasser und dann geht schon wieder weiter hier. Also, die Tischspiele. Wir müssen ja wieder nichts weggeschnitten hier, ne? Wir müssen ja authentisch bleiben hier. Also, wir fangen an. Wir haben 16.910 Shitos haben wir. Wir fangen an mit 3-Card-Poker. Na, wie gesagt, 3-Card-Poker kenne ich jetzt nicht. Ich kenne jetzt nur 4-Card-Poker. Aber 5-Card-Poker, aber ja, ich meine, die Regeln sind ja, sag ich mal, komplett gleich, ne? Setz ein Ante. Was ist ein Ante? Keine Ahnung. Siehst, erst laber ich, dass ich was trinken muss. Dann steht mein Glas im Weg. Super, wirklich super. So, was kann ich da machen? Handränge, Regeln, Wetteinsatz ändern, Höchsteinsatz, kein Ante setzen, Ante setzen, okay, Ante setzen. Ach so, das ist, dass man teilnimmt beim Spiel, ne? Sag ich mal, Paar Plus in einen Nebenwette. Diese gewinnst du, wenn du ein Paar oder höher hast. Ja, okay, Paar Plus Wette platzieren. Na gut, okay. Machen wir mal. Dann gib mal her die Karten, ne? Da bin ich auch mal gespannt. Könnt ihr auch ziemlich Spaß machen, wenn man das mit Freunden spielt und dann eben zu viert an einen Tisch sitzt. Ja, da kann ich schon nicht mal richtig reden hier. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann Spaß macht, ja. Karten aufnehmen, LT, gut. Karten aufnehmen, ja. Was habe ich da? Ist cool, dass man es da wirklich selber anschauen muss, aber ich kann mit irgendwie Karten des Kopiers, kann man, ich kann ja die Karten nicht gescheit lesen. Der 6 oder 5er. Ja, okay. Ach. Junge. Kann man es nicht irgendwie ein bisschen ranzoomen? Du gewinnst 20 Shitos. Ah, okay. Ja, okay, nochmal. Also. Ich verstehe schon, wie das Pokern geht. Es funktioniert leicht anders. Man kriegt quasi nur 2 Karten. Okay. Ich setze keine Ante. Paar plus Wette platzieren. Gut, so. Platziere ich nochmal hier einen 10er. Dann mischt sie die Karten. Dann kriege ich wieder 2 Karten und 3 Karten werden verdeckt hingelegt. Beziehungsweise 3 Karten kriege ich. So. Okay. Aha, ich habe verloren. Okay. Ist ja auch komplett wurscht. Ich blicke jetzt noch nicht 100% bei dem Spiel durch. Aber ja, ich finde es jetzt auch nicht so mega spannend. Mit Freunden könnte Spaß machen, ja, aber auf Roulette bin ich ja am allermeisten gespannt, aber das war jetzt Pokern, Roulette mache ich dann zum Schluss, das ist jetzt Blackjack, ja gut, dann hauen wir uns mal in eine Blackjack-Sitzung rein, ich meine Blackjack, ja, ich meine, jeder, der ein bisschen älter ist, wird wahrscheinlich Blackjack kennen, mach deinen Einsatz, Wette platzieren, okay, da kann ich eh nur 10 platzieren. Das ist ein Ass. Was hat er? Also er ist wieder umgedreht. Ich habe einen König. Gut, König Ass. Du hast einen Blackjack. Du hast 25 Shotos gewonnen. Ich kann das selber gar nicht bestimmen. Warte mal. Wenn ich jetzt meine Wette platziere. Okay, du hast 16. Ja, aber ich will doch noch weiterspielen. Verstehe nicht. Ich will mehr Karten haben. König, Dame und Bube. Ja, schau dir super aus, ne? Schau gut aus, ne? Deine Karte. Ach, jetzt auf einmal darf ich verdoppeln, oder was? Aha, okay. Splitten, verdoppeln, halten. Naja.
Das wäre jetzt aber extrem riskant. Ich halte. Ja, da habe ich schon gewonnen. Okay. Aber warum hat es mir vorher nicht angezeigt? Auf jeden Fall. Eine Runde, die gebe ich mir jetzt noch. Wette platzieren. Ja, machen wir mal mit 10. Das reicht ja mal. Ist ja mal wurscht. Wir wollen ja hier mal nicht die Karten, die Chateau verpulvern. Hey, was machst du halt? Ich hab 9. Okay. So. Ja, jetzt geht's auf einmal. Okay. Bei 9. Nö, dann nehme ich noch eine Karte. Gib her. Was haben wir hier jetzt? 9. Also 11. Ja, nö, Karte. Oh, babam, babam, da habe ich wohl gewonnen. Okay, komm, eine Runde machen wir noch, weil jetzt funktioniert es. Vorher hat es irgendwie nicht, keine Ahnung, warum es, vielleicht habe ich da irgendeine Taste aus Versehen gedrückt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier? Au. Ass zählt hier aus 6, okay, kenne ich jetzt gar nicht, okay. Ich nehme auf jeden Fall noch eine Karte hier. Ich hab. Definitiv würde ich sagen, sehr souverän wieder gewonnen. Mit der höchsten Punktzahl. Wenn schon so läuft. Ach komm, scheiß drauf. Eine Runde geht noch. Das ist gerade irgendwie so spannend, ey. 9? Dann gib her die Karte hier. 16. Oh. 16. Ich darf maximal eine 5 ziehen. Was hat denn er? Sieh ich gar nicht gescheit. Egal. Achso, ja, er hat eine 7. Ja, no risk, no fun. Komm, Karte, gib her. Scheiß drauf. Gib her. Ach, ja. Okay. Da bin ich wohl übers Ziel hinausgeschossen. Macht ja nichts. Scheiß drauf. So. Das macht schon eher Spaß. Das ist schon eher mein Spiel, Blackjack. Aber dann kommen wir jetzt noch zum Roulette-Tisch. Hier drin sind komplett die gleichen, nur mit höheren Einsätzen. Aber da müssen wir ja Ding sein, ne? Da müssen wir VIP sein. So, dann noch eine Runde Roulette, gnädige Dame hier. Ja, Roulette weiß ich, wie das funktioniert. Kein Problem. So, ist ja selbsterklärend Roulette. So, ich kann jetzt platzieren. Ich hab begrenzte Zeit. Dann wette ich jetzt einfach mal auf die komplette Reihe hier und auf die Reihe hier. Wie viel ist denn das immer hier? Immer 10er, okay, passt. Mach ich hier mal so, okay, passt. Wette platzieren, beenden, höchstens das regeln, das, okay. Achso, Zeit für den Einsatz. Ah, okay, man kann das gar nicht beschleunigen quasi, weil es könnten ja andere Spieler auch mitspielen. Könnte natürlich recht lustig sein, wenn dann andere Spieler auch noch hier mit drin sind. Aber ich habe gedacht, ich starte mal eine Sitzung nur für Freunde. Ja, daher halt einfach, naja, ihr wisst schon, in einer Online-Sitzung wird man oft mal abgeschossen oder weiß was ich. Und ich weiß ja nicht, inwiefern im Casino die Leute sich dann benehmen oder ob man da überhaupt rumschießen kann. Ich glaube nicht, dass man rumschießen kann. Wäre auf jeden Fall richtig, richtig dumm. Du hast so viel gewonnen. Ja, cool. Ne, die Taktik. Hat doch schon mal gut funktioniert. Dann spielen wir noch mal eine Runde mit der Rot-Schwarz-Technik. Die probiere ich jetzt einfach einmal aus. Und zwar, ihr setzt einmal auf Rot. Ein Chateau. So, ein Chateau. Aber kann ich das nicht irgendwie... Es dauert ja schon ziemlich lange, ne? Da muss man wirklich immer die Zeit hier abwarten. Das ist dann natürlich ein leicht wenig nervig. Aber ja, macht ja nichts, ne? Dann mache ich noch einmal das hier und einmal mache ich hier noch 2 Chateaus rein. So. Schauen wir sich mal an, was wir gewinnen. Wir haben jetzt 40 hergegeben. Schauen wir, ob wir hier einen Gewinn verzeichnen können. Natürlich am meisten gewinnt man natürlich, wenn man auf eine Zahl geht. Und bei der Zahl da natürlich erfolgreich ist, aber... Ah, 26 ist schon mal... Wo ist die 26? Und auch noch schwarz. Ja, okay. Habe ich Pech gehabt? Macht nichts. Verloren. Gut. Das müsste ich wieder... ja, es sind immer um die 40 Sekunden, die man warten muss, um das nächste Spiel zu spielen, sozusagen.
ist jetzt, ja, okay. Ich sage jetzt einfach mal mein Fazit zu den Casino-Spielen. Ist es cool, dass es jetzt in GTA sowas gibt. Es ist ganz nett. Aber langzeitig macht das sicherlich keinen Spaß. Definitiv nicht. Also mal ein, zwei Mal hier ein bisschen rumspielen und hin und wieder mal vorbeischauen. Aber dass das die Hauptaufgabe wird, dass man sich hauptsächlich hier im Casino aufhält, nein, das kann ich mir definitiv nicht vorstellen. Es könnte natürlich sein, die Missionen, das könnte natürlich noch ein bisschen anders ausschauen, aber die Mission schaue ich mir natürlich ein anderes Mal an. Das war es auf jeden Fall von meiner Zockerrunde an den Spieltischen.